gehört. Herein. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick. Sind wir im Krieg? Das wüssten Sie bereits, Sir. Stimmt ganz genau. Was haben wir? Wir haben etwas zu Gorbranis Stellvertreter. Hassan Ziani, die Quds-Brigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Er ist gefährlich, Sir. Er will Vergeltung für den Gorbrani-Anschlag. Er plant etwas. Wir haben keinen Zugriff im Iran. Er ist nicht im Iran, Sir. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Hölle sucht er in Al-Masra? Nur ein Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns. Wann? Was sagt Ihre Uhr? Wen schicken wir? Ich warte in 5 Minuten. Roger. Die Marine laden jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Luke McHenry. Holen wir uns diese Bastarde, LT. Das wird klasse. Ach du Scheiße. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten 3 Gebäude. Vielleicht ist Major Hassan da drin. Ghost und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt 2 Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo-Team, sichert und durchsucht Gebäude 1 und 2. Alpha-Team, Gebäude 3. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein Verhör. Eine Sache noch. Major Hassan ist Al-Katalas Rückgrat. Die würden ihr Leben für ihn geben. Viel Erfolg. Okay, alle raus. Heute noch, wenn ich bitten darf. Raus! Iran hat jetzt Raketen amerikanischer Bauart. Amerikanische Waffen in Al-Katalas Händen. Hassan verteilt einfach so unsere Marschflugkörper wie Bonbons an Halloween. Und wir kriegen das nicht mit? Gibt dem Iran glaubhafte Abstreitbarkeit. Abstreitbarkeit am Arsch, das ist die Handschrift vom Iran. Und ich will wissen, wie viele sie haben und wo sie sie einsetzen wollen. Wenn Hassan Raketen verschiebt, dann mit einem Partner. Nun, dann wäre es vielleicht klug zu wissen, wer das ist. Mein Team braucht 2 Stunden für die Raketen, Sir. Dann kenne ich jeden, der sie jemals berührt hat. Negativ. Sie werden zerstört. General, das sind wertvolle Daten. Das ist ein Geheimdienstversagen, Laswell. Es wird kein taktisches werden. Da werden 500 feindliche Soldaten vor Ort sein, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben keine Zeit. Gold Eagle hier an Ghost. Evakuieren und Beschuss anfordern. Diese Waffen werden zerstört. Alles klar, Kommando. Amsterdam. Was zur Hölle hat Amsterdam damit zu tun? Ein Umschlagplatz für Schmuggler. Häfen und Kanäle sind ungesichert. Der Iran hat dort Freunde. Und wir auch. Wen? Den Captain. Er verfolgt eine Al-Katala-Zelle in diesem Moment. Und ich dachte, sie bringt mir heute nur schlechte Nachrichten. Ich kontaktiere ihn und kümmere mich darum, Sir. Kate Laswell wieder im Einsatz? Ich will das vom Tisch. Ohne Fehler. Sehe ich genauso. Kate, ich will den Kerl mit Schleifchen als Geschenk verpackt. Und bis dahin bleibt das unter uns. Natürlich, Sir. Bist du da? Knapp 1 Stunde. Wo bist du jetzt? Kanal. Unter einer Brücke. Beobachte ein Al-Katala-Boot. Befördert es einen Raketencontainer? Negativ. Das hier nicht. Hoffentlich führt es uns zu dem mit der Ladung. Ich melde mich. Gas. Alles klar? Bereit, Captain.
Folgen wir ihm. Hassan steht wieder in Las Almas unter Kartellschutz. Mexikanische Spezialeinheiten haben bestätigt, Hassan schafft was Großes Richtung US. Es könnten Container mit Raketen sein. Wir wissen nicht, wie viele und kennen die Ziele nicht. Deswegen müssen wir Hassan fangen und zum Verhör bringen. Wir schicken Soap und Ghost mit der nötigen Unterstützung, um sich den mexikanischen Spezialeinheiten anzuschließen. Wir können keinen Krieg in Mexiko starten, General. Natürlich nicht. Ich beauftrage Philip Graves und seine Shadow Company Söldner als Unterstützung. Mit ihren Einsatzregeln können wir das leichter durchziehen. Verstanden, Sir. Finden wir Hassan. Alejandro! Sergeant McDavies! Nenn mich Soap. Lieutenant! Lass mal sagt alles sagen, Ghost. Eigentlich glaube ich, es wäre ihm lieber, wenn... Das ist genug. Willkommen in der Stadt der Seelen. Ich war noch nie in Mexiko. Das ist nicht Mexiko. Das ist Las Almas. Shepards Auftragnehmer kommen als Verstärkung. Sie bringen Hardware. Sie brauchen Platz. Meine Basis gehört euch. Gut. Wo ist Hassan? Kartellunterschlupf. 10 Kilometer. Steigt ein. Vamos, muévanse! Das ist mein Stellvertreter, Sergeant Major Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. Kannst du Spanisch? Nein. Das wirst du. Häuser Truck, 4 Bewaffnete. Hey, tranquilo. Ruhig. Das ist normal hier. Waffen auf der Straße sind Sache der Polizei. Wo ist die Polizei? Nun, Las Almas hat ein ernsthaftes Problem. Nur noch wenige hier vertreten das Gesetz und wer sich gegen die Korruption stellt, verschwindet. Was ist mit dem Militär? Unsere Ausbildung ist gut, also rekrutieren die Narcos-Soldaten. Und euch nicht? Wir sind vom hier. Wir sind los Vaqueros, die Cowboys. Wir lieben die Stadt. Wir würden für sie sterben. Kinderwaffen und Ballons. Mal was Neues. Die Narcos wollen so die Leute für sich gewinnen. Sogar die Kinder? Ganz besonders die Kinder. Was steht auf den Tüchern? Narcomantas. Kartelldecke. Warnungen von El Sin Nombre. Markierung für San Revier. Die Straßen hier sind voller Tod. Wer ist Sin Nombre? El Sin Nombre, der Namenlose, der Anführer des Las Almas-Kartells. Wo finden wir ihn? Gar nicht. Keiner weiß, wer er ist. Aber er ist überall. Und das ist die Schwierigkeit. Aber los Vaqueros mögen es schwierig. Mit deiner Maske hast du gut hier rein, Ghost. Oje, cálmala. Kontrollpunkt von der Armee. Nach rechts, wir weichen aus. Wieso? Einige Truppen gehören zu El Sin Nombre. Wie ich sagte, er ist überall. Das Kartell versenkt Hassan in ein Dorf hinter dem Fluss. Hoffentlich ist er da noch. Na los, die Geschosse ins Rohr! Ja, Commander! Navigation, Kurs auf die Anlage! Roger. Offizier, eine Hand auf den Knopf, wir fangen gerade erst an. Verstanden! Pilot, Sie haben die Kontrolle. Vor Ort umkreisen Sie das Ziel und bringen uns ran. Sir! Funk, ich will General Shepard. Ich bin dabei. Shepard ist dran, Sir. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Hören Sie mich? Laut und deutlich, Shadow 1. Sprechen Sie. Ich musste Ihre Jungs retten. Zum Glück haben Sie Freunde ganz oben. Dafür sind Sie da. Und jetzt die gute Nachricht. Wir haben was. Zu Hassan. Sind im Anflug zur Zielposition. Wir holen uns den Bastard für ein kleines Gespräch. Das wollte ich hören. Berichten Sie, wenn Hassan im Sack ist. Alles klar. Ende. Alle Shadows herhören! Die Jungs da unten! Mexikanische Spezialeinheiten 141 sind jetzt eure Brüder! Sie gehören zu uns! Erledigen wir das, ja? Ja, ja! Okay! Ghost, hier ist Shadow 1. Wir sind jetzt über der Anlage. Warten auf Sichtkontakt. Loswerfen und an Land ziehen! So will ich das haben, Shadows! Oh, ich liebe diesen Scheiß!
Und Funkverbindung zum General. Chat. Graves, ich höre. Gute Neuigkeiten? Und ob. Wir bringen ihn in diesem Moment in die Basis. Beeilung, wir können ihn nicht lange festhalten. Roger. Auf die Knie. Und, klarer Empfang? Kristallklar. Alles klar. Okay, wir sind live, Freunde. Sprichst du Arabisch? Nein. Farsi? Nein. Typisch. Dann spreche ich euer Bastard-Mittelalter-Englisch. Denn ihr seid alle ungebildete Hunde. Also, wir legen hier einen miesen Start hin, Hassan. Du redest mit einem Kurzoffizier. Du kommandierst eine fremde Terrororganisation. Das gleiche gilt für dich. Was ist euer Ziel, Offizier? Was war das Ziel beim Beschuss auf mein Land? Na, vermutlich dein kleiner Arsch. Verlogen und unverschämt. Du wirst mich noch respektieren, wenn deine Nation brennt. Du spielst mit einem Kartell, Hassan. Und wenn du verschwindest, niemand wüsste, wo deine beschissenen Überreste sind. Ich wette, ihr würdet mich nur zu gerne foltern. Woher stammen die amerikanischen Marschflugkörper? Mir ist egal, woher sie stammen. Ich will wissen, wohin sie gehen. Sieh dich um, Hassan. Entweder gibt es eine Raubtierfütterung, oder du redest. Ich bin eine Geisel. Das ist illegal. Du bist ein Kriegsgefangener. Iran ist nicht im Krieg mit Mexiko. Ich breche keine Gesetze. Dieser Mann und seine Leute sind die Gesetzesbrecher. Du und dein geliebter General Gorbrani habt jedes... Sprich seinen Namen nicht aus! Ihr habt ihn ermordet und werdet dafür büßen! Allah wahdu l'khadir ala musa'adka! Ich will den Bastard entweder hinter Gittern sehen oder ganz, ganz tief unter der Erde. General, Hassan zu töten ist ein Kriegsverbrechen. Ihn festzuhalten illegal. Wir müssen ihn vorerst gehen lassen. Sagen Sie mir, Sie haben etwas Greifbares, Laswell. Ich arbeite daran. Moment. General, lassen Sie mich das beenden. Mir wäre nichts lieber, aber Laswell hat recht. Ohne Beweise müssen wir ihn gehen lassen und beschatten. Wir haben ihn, das ist nicht Ihr Ernst. Leider doch, Junge. War was auf seinem Telefon? Positiv, ich habe was. Gut. Jetzt bringen Sie ihn zurück und lassen Sie ihn gehen. Los, gib mir! Die Daten, die wir in Mexiko auf Hassans Handy gefunden haben, kamen von einer Funkzelle aus Spanien. Er hat mit irgendwem dort telefoniert, als wir ihn gefasst haben. Das Signal kam aus einem Bruthaus, das einem Schmuggelkartell gehört. Es liegt abgelegen vor der Küste. Gutes Versteck für illegale Fracht. Einschließlich Raketen. Wir müssen vor Ort nachsehen, ob die Raketen dort sind. Bilder zeigen 4 Gebäude und einen Leuchtturm. Wir müssen da rein. Alles wird aber vom Kartell bewacht. Das hohe Gras bietet Tarnung. Mit der richtigen Ausrüstung. Tarnanzüge. Genau. Ich achte auf Aktivität an der Küste und warte mit einem Boot. Du solltest da draußen nicht allein sein, Kate. Einer ist keiner. Und 3 sind schon zu viel. Wir haben keine Befugnis, John. Keiner darf uns bemerken. Der Einsatz ist nicht autorisiert und höchst inoffiziell. Ich melde mich, wenn ich in Position bin. Finden wir diese Raketen, bevor Hassan sie gegen uns wendet. Ein Lebenszeichen. Woher stammt das? Usbekistan. Da. Sie fahren nach Osten. Vermutlich nach Al-Masra. Sind Sie im Untergrund, verlieren wir Sie. Wir führen das Team an. Das werden Sie nicht tun, John. Wiederholen, General. Das ist ein Tauziehen, Jungs. Wir müssen zurück, nicht nach vorn. Seit wann? Seit jetzt. Wir schicken nicht gleich die Kavallerie. Diese Dinge brauchen Planung und Vorbereitung. Diese Dinge brauchen Gewalt und Timing. Ich kann beides. Kates Leben rennt euch eine Sanduhr. Ich weiß, Sie sind sauer, Captain. Es war auf Ihrer Mission. Und das ist schwer zu akzeptieren. Sollen wir Sie etwa aufgeben? Ich sage nur, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber ich halte Sie auch nicht auf. In 12 Stunden ist sie zurück. Sterben Sie nicht, John. Laswell würde das nicht wollen. Und ich auch nicht. General, ich dachte, Kate wäre eine Freundin. Krieg kennt keine...
keine Freunde. Er kennt nur Feinde. Viel Glück. Wir kämpfen gegen Al-Qatala in ihrem Revier. Da werden Hunderte sein als Wachen für Laswell. Es fehlt eine Armee. Die kann ich besorgen. Ich sehe sie. Du fährst zum Sammelpunkt. Wir sehen uns da. Ja, Ma'am. Captain, die Zeit ist reif. Roger. Landung in 1. Fahrer, danke. Das war ich schuldig. Es war eher andersherum. Dann sind wir quitt. Hoffen wir auf das Glück. Bis demnächst, Captain. Charlene, nicht bleiben im Haus! Es tut mir leid, ich konnte sie nicht... John, ist schon Nein, gut. Das war meine Schuld. Ich hätte sie John, niemals... John, hör auf! Alles gut. Okay. Wir haben größere Probleme. In Spanien gab es keine Raketen, nur die Leitsysteme. Leitsysteme? Wo zur Hölle haben sie die her? Russen. Und wo sind sie jetzt? An den Raketen. Und außer Hassan weiß nur eine Person, wo wir sie finden. ¿Casa de su nombre? No. Uno de sus lugartenientes. Ein Kartell, Lieutenant. Ganz genau. Du lernst dazu. Meine Quellen sagen mir, alle VIPs in Las Almas werden da sein. Ein paar auf Einladung und andere... Auf Ansage? Ja. Warum treffen Sie sich? Nosotros. Las Almas, es brennt. Und Sie wollen den Brandstifter. Su nombre wird da sein, ja? Keine Garantie. Aber das ist die beste Chance. Nutzen wir sie. Ich habe genug Shadows hier, um das ganze Land zu besetzen. Ich hätte Einwände. Ich meine ja nur, ein Haus ist kaum ein Problem. Wir brauchen Sin Nombre lebend. Dann treffen wir uns mit ihm. Wie? Sie kriegen, was Sie wollen. Infos. Sie wollen wissen, wer hier ist? Bitte sehr. Persönlich. Korrekto. Einer von uns geht rein, findet den Boss und... holt ihn raus. Ich tue es. Da drin bist du so gut wie tot, Hermano. Das gehört zum Job. Der Marschflugkörper muss um jeden Preis aufgehalten werden. Ich biete Daten für ein Treffen mit Sinombre. Und wenn er da ist, gehört er uns. Órale, tienes huevos, cabrón. Aber alleine gehst du unter. Ich gehe mit. Ich überwache euch. Shadow kreist im Heli über dem Ziel. Alles klar. Sie werden Beweise wollen. Zeig ihnen das. Ruft, wenn ihr mich braucht. Okay, dann machen wir uns startklar. Lästig. Okay, woher kennt ihr beide euch? Kennen ist ein zu starkes Wort. Starke Worte sind so wichtig. Unsere Worte sind unser Bund. Barcelona, Halle, du verlogenes Mist! Ja! Ja! Vamos, erzähl mal. Du kannst mir nichts mehr befehlen. Selbst die Hunde in Las Almas bellen mich nicht mehr an. Mira este, sie ist Ex-Militär. Wir dienten zusammen. Andere Trupps, selber Einheit. Ihr wart die Wilden, hä? Los Vaqueros. Wir waren die Seriösen, Señores y Señoras. Bist du der Sache mit dem Sohn von La Araña, te acuerdas? Die lief doch perfekt. Ihr Team sollte die Stadt abriegeln, damit die La Araña-Vollstrecker kein Blut vergießen. Genau das haben wir getan. Ihr musstet nichts abriegeln, weil ihr selbst die Vollstrecker wart. Er wurde ohne Zwischenfall in die Berge eskortiert. Auch wir wollten kein Blut vergießen. Er sollte ins Gefängnis. Du hast ihn getötet und dann übernommen. Es entstand ein Machtvakuum. Ich hab's gefüllt. Las Almas braucht mich. Las Almas braucht Soldaten. Nicht Sicarios. Und du? Du entehrst die Armee. Y tus hermanos, no?
Warum tust du das? Sag du's mir. Du bist der Dienstleister, no? Was du nicht erledigst, macht die Konkurrenz. Du bist ein Narko und versteckst Terroristen. Terrorismus ist gut fürs Geschäft. Als Versicherung. Was ist das für ein Mist? Zieh es endlich mal deinen verdammten Kopf aus deinem Arsch, Carajo! Puta madre, Alejandro! Solange ihr Krieg führt gegen Terror, kämpft ihr nur halbherzig gegen Drogen. Ihr wollt euren Terroristen und eure Raketen ohne Blut vergießen? Dann braucht ihr wohl mich. Nein, das mache ich nicht. Das ändert doch nichts. Doch, das ändert alles! Fuck! Geht keinen Deal ein. Das endet böse. Dann haben wir jetzt Zeit zu reden. Ich will die Raketen, ich will die Ziele und ich will Hassan. Ich gebe dir 10 Sekunden, dann zeige ich dir den Unterschied zwischen dem Militär und mir. Ich kenne die Ziele nicht. Ich bin Kurier, ich befördere. Ich kann euch zu den Raketen führen. Wenn ihr zurück seid, sage ich euch, wo Hassan ist. Als Gegenleistung lasst ihr mich gehen. Und verschwindet aus Las Almas, Semelargan, ja. Deal. Und bis dahin bleibst du schön brav hier. Durch das Verhör erhaltene Koordinaten bestätigen eine Ölbohrinsel 400 Seemeilen vor der Küste im Golf von Mexiko. Die Bohrinsel ist nicht mehr aktiv und wird vom Kartell als Schmuggelwareversteck benutzt. Nordwestlich davon ankert ein Frachtschiff. Die Aufklärung hat gemeldet, dass ein großer Container vom Schiff auf die Plattform gebracht wurde. Der Container befindet sich oben auf der Plattform. Wir denken, das ist die Rakete. TF-141, Colonel Vargas und Shadow Company gehen mit 3 Bootsteams für die simultane Übernahme der Ziele rein. Ghost leitet den Angriff auf das Schiff. Graves, Soap und Alejandro greifen die Bohrinsel an und entschärfen die Rakete. Alle Schützen gehen ohne Rücksicht vor. Sie haben Befehl, alle Bedrohungen auszuschalten. Was ist das? Nur die unmittelbare Zukunft. Trete zurück. Was? Ganz recht. Bist du irre? Das ist meine Basis. Keine Basis. Es ist eine beträchtliche Geheimanlage. Und ich mag sie, also nehme ich sie. Ihr wurdet freigestellt. Danke für eure Dienste. Nein, nein, nein. Du kannst mir nichts befehlen. Hat nicht Valeria sowas gesagt? Da frage ich mich doch, was ich sonst noch wissen sollte über deine Verbindung zum Drogenhandel. Was zum Teufel hast du gerade gesagt, wenn der Riss zu weit, Graves? Tut das nicht. Tut das nicht. Ich will kein Blut vergießen. War das eine Drohung? Soldat, ich bedrohe nicht. Ich gebe Garantien. Also ganz locker. Ich rufe Shepard. General Shepard lässt schön grüßen. Er wusste, ihr würdet das nicht gut aufnehmen. Er weiß davon? Er hat mich zum Befehlshaber dieser Operation gemacht. Also haltet alle den Ball flach. Zeit, dass die Profis hier übernehmen. Und warum tun wir noch so, als hättet ihr irgendetwas zu sagen? Ich habe Befehle. Und ihr jetzt auch. Und für wen hältst du dich eigentlich, Cabron? Meine Männer sind da drin! Ich fürchte nicht. Deine Männer wurden verhaftet. Graves, was soll das? Verdammt nochmal! Los, Johnny! Verschwinde! Sam, geh! Hörst du, Ghost? Das war ein großer Fehler, Bruder. So hätte es nicht laufen müssen. Mist.
verschwindet sie! Wo sind wir? Alejandros Versteck. Er hat mir den Standort für Notfälle genannt. Und wieso nicht mehr? Weil es nicht nötig war. Zählen meine Notfälle nicht? Rückplatte. Hat Alejandro gelegt. Cleverer Mistkerl. Da. Bleib stehen. Quem está aí? Rodolfo? Soap. Ghost. Ihr lebt. Sieht so aus. Schön, euch zu sehen, amigos. Igual, amigo. Guter Wurf. Wo wart ihr, Jungs? Auf der Flucht. Ich war auf der Flucht. Ghost hat gewartet. Versteht sich. Nein. Ja. Wir sind ein Team. Wir alle. Ich hatte das Kommando und jetzt brauche ich Hilfe. Niemand kämpft allein. Was ist mit Graves los? Wissen wir nicht. Las Almas korrumpiert alle. Uns nicht. Vorerst sind General Shepard, Laswell und alle, die nicht hier im Raum sind, als Feinde zu betrachten. Mit einer Ausnahme. Alejandro? Wir brauchen ihn. Wen? Graves hält ihn hier fest. Sein ganz persönliches Gefängnis. Mein Team ist auch da drin. Wie kriegen wir sie frei? Wir brechen ein. Genau deshalb liebe ich Ghost. Das alleine wird nicht reichen. Du bist echt. Okay. Mein Mann. Wir brauchen was zum Fahren. Möglichst gut gepanzert. Alejandro hat an alles gedacht. Das hat er. Holen wir ihn raus. Das alte Gefängnis liegt abgelegen außerhalb von Las Almas. War Hochsicherheit, wurde aber geschlossen, als die Narcos übernahmen. Es gibt keine Landebahn, aber rechnet mit Hubschraubern. Wir fahren zu einem Absatzpunkt und dann zu Fuß zum Einstieg. Hier. Sollten die Türme bemannt sein, müssen wir sie zuerst ausschalten. Und dann die Mauer mit Seilen hoch. Was ist mit Kameras? Im Sicherheitsraum gibt es Überwachung. Damit spüren wir Alejandro und den Rest deiner Männer auf. Teilen wir uns auf. Während Rudy Al sucht, helfe ich, über die Kameras Ghost Sprengladung zu platzieren. Ablenkung und Sabotage. Sehr schön, Johnny. Hab von den Besten gelernt. Sobald wir Alejandro und Los Vaqueros gefunden haben, sammeln wir uns und befreien sie. Wir nehmen Waffen für meine Männer mit und kämpfen uns auf dem Weg wieder raus, wie wir rein sind. Noch Fragen? Worauf warten wir? Sie wussten es. Wieso? Jeder hat Geheimnisse, Captain. Warum wurde ich nicht informiert? Sie sind jetzt bestens informiert worden, John. Oh, das ist wirklich verdammt hilfreich, General. Danke, es kam nur ein Tag und eine Rakete zu spät. Wir haben nur zwei gefunden, es gab drei. Dann wäre es vielleicht gut, weiterzusuchen und sie zu finden. Und was ist mit Ihnen, hä? Nur keine Bange. Ich bin Patriot und beschütze mein Land. Sie beschützen nur Ihren Arsch. Ich tue, was getan werden muss. Und niemand hält mich auf mit ein paar Vorschriften. Ich weiß, was gut für die Sache ist. Sie sind verrückt, General. Und Sie haben vergessen, wofür Sie kämpfen, John. Gutes zu tun hat halt seinen Preis. Wenn wir scheißen, vergraben wir es. So läuft das. Ja. Aber wir vergraben uns nicht gegenseitig. Hören Sie lieber auf, so zu denken. Kämpfen Sie gegen den wahren Feind. Rufen Sie Ihren Shadow zurück. Graves? Ja. Er ist ein Hund mit einem Knochen. Und Sie sollten ihn wirklich in Ruhe kauen lassen. Und Sie sollten wirklich noch mal nachdenken. Sonst was? Sonst hole ich mir ihn zuerst. Und danach Sie. Pongan Attention! Gut, zuhören. Wir erobern euer Hauptquartier, holen die Gefangene und töten Commander Graves. Wann? Jetzt. Dieser Kampf geht gegen unsere Leute. Wir sind nicht 141 oder Los Vaqueros dabei.
Wir sind ein Team. Ghost Team. Schön, dich zu sehen, Simon. Seid ihr dabei? Nehmt eine Maske. Wenn nicht, nicht. Meine Truppen kennen die Fuerzas Especiales Anlage besser als Shadow. Das gibt uns den Vorteil. Vorsicht, sie werden wegen des Ausbruchs alarmiert sein. Wir infiltrieren die Basis mit zwei Ghost-Teams. Team 1 besteht aus Captain Price, Gaz, mir und einem Piloten. Team 2 sind Ghost, Soap, Rudy und Los Vaqueros. Team 1 nimmt die Tunnel zur Rollbahn und holt sich einen Heli. Mein Pilot bringt den Captain rauf. Team 2 wartet draußen, bis Price auf das Eingangstor feuert und sie reinlässt, damit sie sich zu Graves vorkämpfen können. Er steckt wahrscheinlich in meinem Hauptquartier und wird von seinen besten Schützen bewacht. Während Gaz und ich Valeria suchen und in Obhut nehmen, sucht Ghost Team 2 nach Graves und schaltet ihn aus. Was ist passiert, mein kleiner Vaquero? Hast du einen Krieg gestartet? Der Ball scheint dir überall hin zu folgen. Ich liebe es. Dein Deal war nicht mit mir, sondern ihnen. Und ganz genau das war dein Fehler. Du wusstest von der dritten Rakete. Nachgezählt habe ich nicht. Ich habe Leute für sowas. Klar, sie lügt. Wo ist Hassan? Wo ist die andere Rakete? Chicago. Was zum Teufel ist hier los? Von Aufhalten war keine Rede. Es ging nur um den Standort. Escorpión de la Verga. Ich habe euch vor ihr gewarnt, oder? Ich bin Geschäftsfrau, Señores. Wachstum oder Tod. So funktioniert die Welt. Du hast jetzt ein Ziel auf dem Rücken. Nein, das Ziel ist in Chicago. Jetzt verschwindet das aus Almas und dann findet es Penderos pa' fuera. Vorerst gehört sie dir. Wir kommen wieder. Ich freue mich darauf. Dann los. La chingada. Du machst den Transport klar und hol Eswa. Hassan und die Rakete sind in Chicago. Esta noche las almas descansan. Ich bin bald schon wieder raus. Das kann ich über euch nicht sagen, Vaqueros. Was du getan hast, hat Konsequenzen. Es ist egal, was ich getan habe. Denn was davon könnt ihr beweisen? Geh, du hast was zu tun. Bleib auf der guten Seite, hermano. Bis zum bitteren Ende, mein Bruder. Alles Gute, amigos. Ghost! No te pierdas, carnal. ¡A huevo! Der Sinombre sagte, dass die dritte Rakete über den Hafen von Chicago in die Staaten geschmuggelt wurde. Hassan und seine Kämpfer sind auch dort. Wir wissen nicht genau, wo die Rakete ist oder was ihr Ziel ist. Hassan wurde zu einem Gebäude im Zentrum von Chicago gebracht, das einer Scheinfirma des Las Almas-Kartells gehört. Die Polizei sperrt die Straßen rund um das Gebäude ab. Sie halten nach einem gestohlenen Container voller Waffen Ausschau. Sie wissen nicht, dass es um eine Rakete geht. Hassan verschanzt sich vermutlich in einem geschützten Serverraum auf der 54. Etage. Ich bin vor Ort und suche die Rakete. Ich infiltriere mit den Marines über den Chicago River und gehe im Erdgeschoss rein. Ich beziehe gegenüber vom Ziel Stellung und gebe Feuerschutz. Zwei Helis landen auf dem Dach des Zielgebäudes. Einer mit einem Trupp Marines, der andere mit Soap und mir. Während Gaz und die Marines nach oben vorrücken, arbeiten Price und Soap sich nach unten. Soap seilt sich zur Serveretage ab, wo wir Hassan in die Zange nehmen. Unser Primärziel ist, die Rakete zu finden und aufzuhalten. Ihr habt Freigabe, Hassan zu töten. Perfekter Schuss, Lieutenant. Du sagst es, Sergeant. An alle Einheiten. Hassan ist tot. Feind ausgeschaltet. In Downtown Chicago gab es eine Explosion, die offenbar durch eine Stromspitze aufgrund starken Sturms ausgelöst wurde, sodass nur Tausende im Dunkeln sitzen. Der Stromausfall soll bis heute Abend behoben sein. Weitere Meldungen. CIA-Scheiße. Kreatives Schreiben. Ich verrat's nicht.
Baku, Iran. Kartelle, Russen. Shepard, Shadow. An uns vorbei. Sie hatten Vorsprung. Aufgeköpfte Schlangen. Neuigkeiten zu Shepard? Der ist abgetaucht. Wir finden ihn. Es gibt Wichtigeres. Ich habe mir die Russen näher angeschaut. Ist eine schmutzige Arbeit. Ultranationalisten haben den Konvoi überfallen, John. Kate, es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Sie arbeiten mit jemand Neuem. Wem? Wir haben keinen Namen. Der ist nicht neu. Wer ist das? Макаров. Дамы и господа, наш самолет завершил набор высоты. Вы можете расстегнуть ремни. Сейчас вам будет подан обед. Горячее вы можете выбрать в меню. Rind, Huhn oder Fisch, Gentlemen? Salat, bitte. Explotar.
punto está de explotar.